Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir hoffen, Sie genießen die sommerlichen Temperaturen genauso wie wir, entweder im Freibad, im Biergarten oder auch zu Hause auf der Terrasse. Was gibt es Gemütlicheres wie ein schöner Abend mit Freunden und kühlen Cocktails? Und wir haben heute die Rezepte dabei. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Zuhause finden, sowohl für Käufer als auch Verkäufer, ist die Zeit ideal, um eine Immobilie zu finden oder sie auf dem Markt anzubieten. Zuhause finanzieren, Mini-Zinsen und eine Maxi-Tilgung machen einen sorglosen Finanzierungskredit möglich. Und Zuhause feiern, mit diesen schnellen und einfachen Cocktailrezepten wird Ihre Terrasse bei der nächsten Gartenparty zur Beachbar. Spielen auch Sie gerade mit dem Gedanken, eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen? Die Frage ist immer, welches ist der angemessene Preis? Wir zeigen Ihnen heute, wie sich der wirkliche Kaufpreis einer Immobilie zusammensetzt. Knapp 18 Jahre ist dieses Haus alt. Jetzt soll es verkauft werden. Um einen marktgerechten Preis zu erhalten, muss die Immobilie auf ihren Wert überprüft werden. Der Experte erstellt ein sogenanntes Sachwertgutachten. Dabei werden Lage, Gebäudesubstanz sowie die Bauführung bewertet. Die Besonderheiten hier jetzt zum Beispiel bei der Lage ist einfach, dass es eine unverbaubare Randlage ist. Und wenn man hier dann Richtung Süd-Südwesten schaut, natürlich auch die Bergsicht hat, die einem niemand mehr nehmen kann. Zum Zweiten hat es trotz der unverbaubaren Lage und trotz der ländlichen Struktur eine sehr gute Verkehrsanbindung. Und vom Gebäude selber natürlich die Bauausführung. Hier haben wir ein Architektenhaus, das individuell gebaut wurde. Derzeit liegt der Sachwert fast immer unter dem Verkehrswert einer Immobilie, da die Nachfrage größer ist als das Angebot. Dennoch ist die gerade vorliegende Zinssituation ideal für Käufer. Bei der Suche nach dem Eigenheim sollte allerdings einiges beachtet werden. Bei der Lage vom Grundstückswert her können Sie natürlich auch von den Bodenrichtwerten sich mal schlau machen, was die ortsüblichen Bodenrichtwerte sind. Sind natürlich dann zum einen von der Lage her dann höher oder tiefer, je nachdem wie es ist. Und vom Gebäude selber her sollten Sie sich am besten mal noch einen Baufachmann mitnehmen und schauen, ob irgendwelche Baumängel vorhanden sind, ob im Keller irgendwelche Feuchtigkeit vorhanden ist. Oder eben auch zu sehen, was eigentlich die exklusive Ausführung von dem Gebäude ist, das man selber auf den ersten Blick oft gar nicht so sieht. Ebenso sollten Käufer aufpassen, keinen überhöhten Preis zu bezahlen, eben weil die Nachfrage derzeit das Angebot übersteigt. Für Verkäufer bedeutet diese Tatsache den perfekten Zeitpunkt für einen Verkauf, allerdings ebenfalls nur mit guter Beratung. Da ist es ähnlich wichtig, dass man eigentlich mit einem Fachmann zusammenarbeitet, indem man die Preisfindung, die man hat, auch eine marktgerechte Preisfindung ist. Es ist leider so, dass doch manchmal die Verkäufervorstellung auseinandergeht von einer Maklereinschätzung oder von einer Gutachtereinschätzung. Und wenn man aber mit einem marktgerechten Preis auf den Markt geht, ist es momentan kein großes Problem, seine Immobilie zu verkaufen, da die Nachfrage ja nach wie vor stabil oder größer ist als das Angebot. Letztlich bestimmen viele Faktoren den Wert einer Immobilie. Wer sich Zeit nimmt, das Richtige für sich zu finden, kann sein Traumhaus dann auch zu einem marktgerechten Preis bekommen. Interessant, was es alles zu beachten gibt. Bei uns geht es gleich weiter, und zwar mit der richtigen Finanzierung für Ihre Immobilie und den versprochenen Sommercocktails. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesenstähle in Friedrichshafen. Fliesen-stehle.de
Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Bei uns geht es nun weiter mit dem Bauen und Wohnen Finanztipp und der richtigen Finanzierung für Ihre Immobilie. Der Bauen und Wohnen Finanztipp wird Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Anfang der 90er Jahre mussten Hauskäufer für ein 100.000 Euro Darlehen mit 10-jähriger Zinsbindung noch 9% und mehr zahlen. Heute gibt es je nach individueller Konstellation 10-jährige Darlehen schon ab 1,6%. Trotzdem, bei der Anschlussfinanzierung in beispielsweise 10 Jahren können wesentlich höhere Zinskosten anfallen. Wer einen Kredit aufnehmen will, sollte den schnellen Schuldenabbau vor Augen haben und das derzeitige Zinstief clever nutzen. Wenn ich mir jetzt im Moment mit dem jetzigen Zinsniveau 3% Tilgung zum Beispiel, was wir auch empfehlen, leisten kann, dann kann ich auf jeden Fall auch auf 20 Jahre und länger schauen, ob ich mir den Zins sichern kann, so dass ich einfach in den nächsten 1, 2, 3 Jahrzehnten mich zurücklehnen kann, einfach weiß, okay, egal was der Markt da draußen macht, ich kann mir das aufgrund meiner jetzigen Einkommenssituation, die ja tendenziell auch eher noch steigt, ganz gut leisten und bin eben nicht diesem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Die Kunden bzw. die Immobilienkäufer, die dennoch sich für 10 Jahre Zinsbindung entscheiden, die gibt es ja nach wie vor auch noch. Den empfehlen wir einfach, dann entsprechend den Tilgungssatz noch etwas höher zu wählen, sodass sie einfach nach 10 Jahren mit Ende der Zinsbindung doch schon einen ganz ordentlichen Betrag getilgt haben und dann ein möglicher Zinsanstieg nicht ganz so sehr zu Buche schlägt, wie der jetzt nur mit 1 oder 2% Mindesttilgung beginnen würde. Jede Finanzierung sollte so aufgebaut sein, dass das Eigenheim spätestens zum Rentenbeginn abbezahlt ist. Zudem sollte man sich vor Abschluss der Finanzierung immer einen detaillierten Tilgungsplan aushändigen lassen. So sieht man ganz genau, wann wie hoch die Restschuld getilgt wird. Ein Immobilienerwerb muss nicht nur zur aktuellen, sondern auch zur zukünftigen Lebens- und Einkommenssituation passen. Interessenten sollten trotz niedrigem Zinsniveau beim Hauskauf die Ruhe bewahren. Es ist natürlich wichtig, eine ordentliche Finanzierungsgrundlage zu haben, aber noch wichtiger ist es, dass das Objekt einfach zum Interessenten auch passt. Das heißt, man sollte sich jetzt nicht allzu sehr irgendwo in Panik versetzen lassen, sondern einfach in Ruhe weiterschauen, den Markt sondieren und gucken, welches Objekt passt denn zu mir und dann immer noch das nach wie vor günstige Zinsniveau irgendwo auch entsprechend abgreifen zu können. Ebenso können Hausbesitzer mit bestehender Finanzierung vom Zinstief profitieren. Einige Kreditinstitute bieten die aktuellen Niedrigzinsen bereits heute an, auch wenn das Darlehen erst in einem halben oder einem Jahr abgerufen wird. Für Kredite, deren Zinsbindung noch später ausläuft, lassen sich mit sogenannten Forward-Darlehen Sparchancen bis zu 5 Jahre im Voraus nutzen. Der Bauen und Wohnen Finanztipp wurde Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie sich gewundert, dass ich heute schon öfters das Wort Cocktail in der Sendung erwähnt habe. Wir machen heute aufgrund der sommerlichen Temperaturen einen kleinen Stilbruch in der Sendung und zeigen Ihnen 3 Cocktails, die Sie zu Hause ganz einfach nachmachen können. Servus, hi. Ich würde euch heute gerne 3 Cocktails vorstellen, die ihr einfach zu Hause nachmachen kann. Ein alkoholfreier und 2 mit Alkohol. Und wir würden mit dem alkoholfreien anfangen. Was ihr braucht, sind Limetten geachtelt, Bitterlemon, Mandelsirup, Zitronensaft und wir brauchen Limettensaft. So. Dann habe ich hier meinen Shaker. Den fülle ich halb voll mit Eis. Dann gebe ich einen Dash Mandelsirup rein. Ein Dash Zitronensaft. Und wenn ihr euch mit der Mengenangabe nicht sicher seid, nehmt einfach jeweils ein Schnapsglas, also 2 cl. So. Dann wird das Ganze geshakt. Ein bisschen Crushed Ice. So, jetzt geben wir die Limetten mit rein. Die dehnen auch gleichzeitig als Deko. So. Dann den Cocktail upstrain ins Glas. Und die ganze Geschichte füllen wir mit Bitterlemon auf. Im Sommer schön, spritzig, erfrischend und vor allem alkoholfrei. So, als nächstes würde ich euch gerne einen Damencocktail für den Sommer vorstellen. Auch ziemlich spritzig mit Aperol. Ist eh noch so ein bisschen in Mode. Das wäre dann ein Aperol Sour. Wir brauchen O-Saft, Zitronensaft, Rotzucker, Sirup und Aperol natürlich. Wir brauchen 6 cl, also 3 Schnapsgläser Aperol.
4CL, also 2 Schnapsgläser mit Zitronensaft. Und 2CL, ein Schnapsglas Zuckerrohrsirup. Und für den frischen Sommerkick geben wir noch einen Spritzer O-Saft mit rein, aber wirklich nur einen Spritzer. Den Cocktail ins Glas abseihen und voilà, der Aperol ist sauer. Und als nächstes würde ich euch gerne einen Herrendrink vorstellen, für Ladies auch so geeignet, also ein super erfrischender Mojito. Was wir brauchen, ist eine Limette, Sodawasser, also Sprudel, und wir brauchen Havanna und natürlich Minze. Und hier habe ich noch braunen Rohrzucker. So, wir fangen an. Wir achteln die Limette. Wir schnappen uns ein Glas, geben einen gestrichenen Esslöffel Rohrzucker drauf, zerstoßen das Ganze, dann pflücken wir uns so circa 10 Blätter von der Minze und verreiben die am Rand. Wichtig, nicht stößeln, sonst treten Bitterstoffe aus. Ein klein wenig Crush-Eis, dann Rum drauf und das Ganze rühren wir schön durch. Dann nehmen wir das Soda, gießen den Cocktail damit auf. Und ganz wichtig, den Cocktail mit frischem Crush-Eis schließen. So bleibt die Kohlensäure im Drink. Und das wäre dann unser Mojito. Liebe Zuschauer, die Rezepte für die Cocktails finden Sie auch bei uns auf der Facebook-Seite, die unten eingeblendet ist. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Ihnen eine gute Zeit, schöne Temperaturen und bis bald. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.